Ich begrüße Sie zu den ProSieben Spätnachrichten. Nur wer sich erinnern kann, kann Gefahren für die Zukunft bannen. Das sagte Bundespräsident Herzog auf der zentralen Gedenkfeier zur Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen. Mit ihm und Bundeskanzler Kohl erinnerten sich 500 Überlebende des Konzentrationslagers der schrecklichen Nazigräuel. Niemand fiel die Teilnahme an der Gedenkfeier schwerer als den 500 Menschen, die die Nazi-Verbrechen im Konzentrationslager Bergen-Belsen überlebt haben. Zwischen Dezember 1944 und April 1945 ermordeten die Nationalsozialisten in dem KZ über 35.000 Juden. Darunter auch Anne Frank, die später durch ihr Tagebuch weltberühmt wurde. Sogar nach der Befreiung durch britische Truppen starben noch 14.000 ehemalige Häftlinge an Krankheit und Entkräftung. Bundespräsident Herzog forderte ebenso wie andere Redner alle Bürger dazu auf, die Erinnerung an die Schrecken der Nazi-Diktatur wachzuhalten. Nichts darf verdrängt werden. Nichts darf vergessen werden. Wir tragen Verantwortung dafür, dass sich so etwas nie mehr wiederholt. Der Vorsitzende des Zentralrates der Juden, Ignaz Bubis, verlangte, dass in Deutschland ein jährlicher Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus eingeführt wird. Um 10 Uhr früh bleibt die Zeit in Israel stehen. Sirenengeheul ruft jeden dazu auf, 2 Minuten innezuhalten und der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken. An der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem sind Hunderte von Zeugen des Grauens versammelt, die Kinder und Enkel der Überlebenden ebenso wie die Verwandten der Ermordeten. Vor 50 Jahren wurden die Tore der Hölle geöffnet, so Ministerpräsident Rabin in Erinnerung an die Befreiung durch die Alliierten. Mit Stolz auf das in 5 Jahrzehnten Erreichte. Aber auch mit Mahnung und Erinnerung gedachten die Österreicher gestern der Neugründung ihrer Republik vor 50 Jahren. Kranzniederlegung am Denkmal für die Opfer der Weltkriege. Dabei die gesamte österreichische Staatsspitze, die 50 Jahre Frieden und Freiheit feierte. Der Bundespräsident lobte vor allem, dass wir weit früher als andere Völker in Mitteleuropa das Glück hatten, wieder Herr im eigenen Haus zu werden. Am Abend zuvor hatten Zehntausende trotz strömenden Regens auf dem Wiener Heldenplatz den 50. Jahrestag der Alpenrepublik gefeiert. Während einer Festsitzung im Parlament lobten Politiker aller Parteien die demokratischen Pioniere der Nachkriegszeit. Sie hätten Großartiges geleistet. Bei aller Feststimmung, Politikverdrossenheit hat auch die Österreicher erfasst. Die beiden Großparteien SPÖ und ÖVP haben so gut wie abgewirtschaftet. Bombenterror hat das öffentliche Leben erschüttert. Und von rechts setzt Jörg Haider zum Sturm auf die Zweite Republik an. Die Serie schwerer russischer Umweltkatastrophen reißt nicht ab. In der Republik Komi im Norden des Landes explodierte eine Gaspipeline. Die Detonation ließ in der 11 Kilometer vom Unglücksort entfernten Stadt Uchta die Fensterscheiben klirren und den Boden beben. Die Flammen seien nach der Explosion 3 bis 6 Kilometer in die Höhe geschossen, erzählt dieser japanische Pilot, der über die Unglücksstelle flog. Der Unfall hatte sich um 2.40 Uhr Moskauer Zeit ereignet. In der Nähe der 150.000 Einwohner zählenden Stadt Uchta, einem Zentrum der russischen Erdöl- und Erdgasindustrie. Nach über 2 Stunden konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Die Gaszufuhr wurde abgedreht. Bei dem Feuer soll nach Angaben der Nachrichtenagentur ITA-TASS offiziell nur 1.000 Quadratmeter Wald vernichtet worden sein. Nun haben die Bergungsmannschaften damit begonnen, die zerstörte Leitung auszubessern. Erst im August 1994 war es in derselben Region zu einem schweren Ölunfall gekommen. Noch in diesem Jahr ist eine Einigung über ein Organspendegesetz in Sicht. Das zeichnete sich am Donnerstag in einem Gespräch von Koalition und SPD ab. Das sensible Thema Organspende soll aus politischem Streit herausgehalten werden. Koalition und SPD planen deshalb einen gemeinsamen Gesetzentwurf zur Organverpflanzung. Ziel der Bemühungen: mehr Organspender zu bekommen, um den Menschen, die dringend Organe benötigen und damit weiterleben können, zu helfen. Die Grünen bevorzugen eine engere Zustimmungslösung. Dabei trifft alleine der Betroffene den Entschluss für oder gegen eine Organspende. Regierung und SPD sind für die erweiterte Zustimmungslösung. Danach entscheiden die nächsten Angehörigen, wenn die Einwilligung des Betroffenen fehlt. Wir beide halten die erweiterte Zustimmungslösung für besser. Aber wir können hier nicht gewissermaßen mit der Dampfwalze andere Meinungen aus der Welt schaffen. Deshalb sollen zunächst Experten das Pro und Contra aller Vorschläge abwägen. Im September könnte dann das Parlament über einen Gesetzentwurf zur Organspende entscheiden.
Berlin und Brandenburg haben ihren Ehevertrag unterzeichnet. Damit sind nun die Eckpunkte der Vereinigung festgeschrieben. Im Jagdschloss Glienicke, fast genau zwischen Berlin und Brandenburg, unterzeichneten die Regierungschefs Diepken und Stolpe den Staatsvertrag zur Länderfusion. Damit ist die Marschrichtung klar. Im Mai 96 sollen die Bürger ihr Jawort geben. Um nun auch die letzten Zweifler zu überzeugen, wollen die Landesväter jetzt offensiv die Vorteile klarmachen. Vor allen Dingen, indem man deutlich macht, welche Dynamik von der Gemeinsamkeit ausgehen kann. Und dass beispielsweise Steuern gespart werden und Gebühren auch gespart werden. Der Fahrplan für den Interregio Berlin-Brandenburg ist beschlossen. Wenn nun die Parlamente die Weichen stellen und die Bürger grünes Licht geben, dann wird er um die Jahrtausendwende im gemeinsamen Bundesland ankommen. Die Zahl der Todesopfer nach dem Bombenterror in Oklahoma City ist auf 110 gestiegen. Über die Attentäter des verheerenden Bombenanschlags gibt es offenbar neue Erkenntnisse. Die US-Zeitung Fort Worth Star-Telegram will erfahren haben, die Attentäter von Oklahoma City hatten offenbar drei Anschläge geplant. Dies gehe aus Tagebuchnotizen des Hauptverdächtigen Timothy McVeigh hervor. Zusammen mit rechtsradikalen Komplizen sollten zur gleichen Zeit Anschläge in Oklahoma City, in Phoenix, Arizona und in Omaha im Bundesstaat Nebraska verübt werden. Aus Zeitmangel hatten sich die Täter dann auf das Regierungsgebäude in Oklahoma City konzentriert. Der wegen illegaler Herstellung von Sprengstoff festgenommene Terry Nichols sagte außerdem aus, drei Tage vor dem Anschlag habe ihm Timothy McVeigh ohne nähere Erläuterungen erklärt, es werde, so wörtlich, etwas Großes passieren. In Johannesburg feierten tausende Südafrikaner den ersten Geburtstag der Demokratie. Mit Tänzen, Gesängen und farbenprächtigen Umzügen begingen Schwarz und Weiß gemeinsam den Tag der Freiheit. Der Tag, an dem die ersten allgemeinen Wahlen in Südafrika stattfanden und der Tag, der das offizielle Ende der weißen Alleinherrschaft in Südafrika bedeutete. Vor dem historischen Regierungssitz Union Buildings dankte Nelson Mandela allen Südafrikanern für ihren Beitrag zu diesem Wunder. Nach dem Wahlsieg seines afrikanischen Nationalkongresses vor einem Jahr war Mandela dort als erstes schwarzes Oberhaupt der Kaprepublik vereidigt worden. Zum Wetter vom Freitag. Im südlichen Deutschland ist es stark bewölkt und es kann zeitweise regnen. Sonst bleibt es niederschlagsfrei. Örtlich scheint auch mal länger die Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 17 Grad. Soweit, meine Damen und Herren, die ProSieben Spätnachrichten. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.